Herzlich willkommen in der Interviewreihe des Studiennetzwerks für integrative Medizin. Es geht heute zum Thema Leberunterstützung. Mein Name ist Gudrun Dara Müller und ich begrüße heute im Interview Vasama Gaul. Vasama Gaul ist Erdschamanin, also hört sich sehr spannend an. Also sie unterhält sich mit Mutter Erde, habe ich so ihrer Seite entnommen. Da bin ich jetzt ganz gespannt. Was kann uns unsere Mutter Erde über unsere Leber erzählen oder erzählt sie überhaupt etwas darüber? Weil die Leber hat ja doch sehr viel auch mit der Erde zu tun, so in meinem Gesichtspunkt, so mit der Vergiftung der Erde, die wir ja auch dort noch so haben. Also was sind so deine Meinungen oder deine Gedanken zur Leber? Ja, erstmal hallo Dara, danke für die Einladung und danke für die Vorstellung. Ja, das stimmt, ich bin Schamanin und bilde Menschen im Erdschamanismus aus und bin aber auch darüber hinaus schon seit ja, gut 20 Jahren Coach und Ausbilderin, spirituelle Lehrerin und Heilerin. Und ja, ich spreche und kommuniziere mit Mutter Erde. Das hast du schön gesagt. Ja, wie könnte ich da starten? Also wenn du mich jetzt fragst zu dem Thema Leber und unser Körper, erstmal grundweg, ich finde dein Projekt eine sehr schöne und eine sehr interessante Sache. Deswegen habe ich mich auch gerne darauf eingelassen, mit dir zu sprechen. Ja, also ich würde es mal grundweg so sagen, dass das über eine innere Kommunikation läuft. Und ich spreche jetzt erstmal von mir, eine innere Kommunikation mit mir und meinem Körper. Und vor allen Dingen mit dem, was um mich herum ist, also die Natur, die Erde, das ist etwas, das kenne ich von mir eigentlich schon immer. Und ja, das hat sich einfach über die vielen Jahre ja weiter herausentwickelt. Ich habe mich damit eben auch intensiver beschäftigt. Ich habe mich ausbilden lassen, da sage ich gleich noch was zu, warum ich da auch so einen Zusammenhang sehe. Und habe mich einfach in meine Wahrnehmung geschult, die einfach eh schon da ist. Und durch, ich nenne das jetzt mal eine innere Kommunikation, eine Kommunikation eben auch mit Dingen, die wir nicht sehen. Also die Leber sehe ich ja erstmal nicht, die ist ja in meinem Körper drin. Also die kann ich nicht wie jetzt was anderes, was vor mir auf dem Tisch liegt oder was ich in die Hand nehmen kann. Ne? Oder einen Menschen, mit dem ich von hier nach da, wie wir jetzt kommunizieren. Also insofern ist das etwas, wo ich ja über meine Vorstellungskraft erstmal hingehen muss. Ne? So. Also insofern wären die Stichworte innere Kommunikation und Wahrnehmung. Und ich gehe einfach davon aus und weiß das auch, dass alle Menschen, jeder von uns, hat diese Wahrnehmung, auch diese innere Wahrnehmung zu sich selber und insofern zum eigenen Körper und zu den Organen. Heute vielleicht speziell wollen wir über die Leber sprechen. Die Leber ist... weiß nicht, ob du das vielleicht schon in anderen Interviews oder generell zu diesem Thema Leber gesagt hast, das ist ja das Karma-Organ. Insofern, du hast so ganz kurz im Nebensatz angedeutet, Erde vergiftet. Ja, das ist nochmal wieder ein ganz anderes großes Thema. Da könnte man auch drüber sprechen, wie man das sieht, wie man dazu steht. Sicherlich ist eben, die Leber ist unser Entgiftungsorgan oder da schleust sie einfach die körpereigenen Gifte durch und insofern trägt die Leber ganz, ganz viel, ne? Und braucht da eigentlich auch, die macht das schon ganz gut, also generell in sich ruhend, ja, in ihrer vollendeten Form ist die Leber ein Organ, die ist ja genau dafür da, da schafft die das auch. Manchmal schafft sie das halt nicht, wenn eben auch vielleicht noch andere Bereiche im Körper im Ungleichgewicht sind oder wir einfach auf einer seelischen oder mentalen Ebene im Ungleichgewicht sind, und dann kann sich das auch an der Leber äußern, die dann nicht mehr so gut mitmacht und dann nicht mehr so fit ist. Und dann könnte man sagen, dann brauchte man vielleicht diese innere Kommunikation oder die Wahrnehmung, wie geht's denn unserer oder meiner lieben Leber? Häufig gehen wir dann zum Arzt, was ja auch erstmal richtig ist. Wir haben ja einfach auch die Medizin und diese Bereiche, ja, die sind einfach auch da und können das auf eine, ja, auf die, sagen wir mal, auf einer messbaren Ebene zeigen. Aber da wollen wir heute gar nicht drüber reden.
So, das wäre erstmal der Einstieg. Vielleicht stellst du mir eher nochmal eine ganz spezifische Frage, dass ich jetzt auch nicht so weit aushole. Also das mit dem Karma-Organ, Garn hatten wir noch nicht in keinem Interview. Das heißt, aha, du meinst, in der Leber ist unser Karma gespeichert. Also alles, was wir in vergangenen Leben irgendwo ausgefressen haben, haben wir jetzt da drin, oder wie? Ja, das kann man so sagen. Da wird das einfach energetisch und auf einer geistigen Ebene gespeichert. Und insofern kann sich die Leber mitunter auch manchmal melden, wenn es da eben in Phasen in unserem Leben oder wenn sie sagt, hier, ich melde mich mal stellvertretend als Organ, weil ich dich auf etwas hinweisen möchte, wo es gut wäre, hinzugucken. Ja, weil wir sind ja einfach Wesen, die aus Körper, Seele und Geist bestehen. Das ist einfach diese Trinität, die miteinander läuft. Mir hat mein Lehrer oder eben auch, als ich ihn als Heilpraktiker kennengelernt habe, das ist jetzt auch schon eben 25 Jahre her. Das war für mich, ich hatte es eigentlich gewusst, aber es war für mich damals wirklich nochmal die Erkenntnis, wie er sagte, die drei, die müssen wie auf einer Autobahn zusammen, oder ich stelle es für mich so dar, wie auf einer Autobahn zusammenlaufen. Es kann nicht sein, dass der Geist geht in die Richtung, die Seele, die schwebt irgendwie hier und der Körper, der fährt da vorne nach geradeaus. So. Also wenn die drei nicht zusammenlaufen, dann funktioniert die Geschichte nicht. Und insofern, das ist auch so dieses Prinzip, was ich gerne auch mit den Menschen, die zu mir kommen, sowieso darauf gucke, diese drei eben in Einklang zu bringen. Ja, und da gehört der Körper und die Leber ist dann, da wollen wir heute drüber sprechen, ein Teil des Körpers gehört dazu. Insofern, die agieren miteinander und die Seele hat eben gespeichert oder hat als Informationen, trägt sie in sich, was wir bisher schon gelebt haben und das nennen wir eben Karma. Ne? Karma, dieser Begriff ist ja auch sehr belegt, manchmal vielleicht einfach gesellschaftlich, das sind negative Dinge. Muss das ja nicht sein. Karma ist ja nicht was Negatives. Karma ist eine Anspeicherung oder eine Anreicherung von Erfahrungen, die wir gemacht und durchlebt haben. Ne? Ist auch ein ganz spannendes Thema. Also mit der Leber berührst du heute Themen, ja, die große, weite andere Themen mit anstoßen können. Und sicherlich gehört alles mit da rein. Also wenn man das von so einer ganzheitlichen Sicht anschauen will, und meiner Meinung nach kann man das nicht anders, als von dieser großen Sicht her zu sehen. Aber wenn du das jetzt so sagst, Karma ist ja nicht unbedingt bloß was Negatives, aber es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann nicht gesund werden, weil ich habe ja noch ganz viel Karma. Ja. Was ist so deine Meinung dazu? Gut, jetzt fragst du mich nach Karma was oder gerne beantworte ich dir das. Wahrscheinlich soll die Leber auch zu solchen Dingen hinführen. Mhm. Da kann man ja hinschauen. Also ich glaube, der erste Punkt ist die Entscheidung eines jeden Einzelnen, dass er sagt, ja, da möchte ich dann hinschauen. Mhm. Ich möchte mir Bereiche von mir selber oder Erfahrungen von mir selber, die ich vielleicht auch noch nicht ganz verarbeitet habe oder wo ich spüre, die Lasten auf mir, die möchte ich mir nochmal anschauen. Die möchte ich insofern mit so einem, die möchte ich erlösen oder die möchte ich lösen. Einfach um dann leichter zu werden und leichter nach vorne zu gehen. Mhm. Und das ist praktisch, was damit gemeint ist. Also wenn man sich einfach auf dieses Karma nochmal einen Moment lang einlässt, es geht ja gar nicht darum, da drin zu wühlen, aber sich darauf einlässt und es bejaht und auch als es einen Teil von einem selber annimmt, dann kann das alles leichter werden. Und ich glaube, das ist genau wohl auch eine Botschaft, die Leber hat. Wenn ich all diese Teile von mir annehme, ne, und auch meinetwegen die giftigen Teile, dann wären wir doch jetzt bei diesem, das ist was, was wir als negativ dann einstufen. Hm. Wobei auch das Giftige gehört zu uns. Das ist ja ein Teil der Schöpfung. Also es geht ja gar nicht darum, das in eine Wertung zu tun. Ne? Die Leber ist ja sogar dafür da, die giftigen Stoffe umzuwandeln. Also es ist ein Transformationsorgan. Und insofern kann ich auch Karma transformieren in Licht und in Leichtigkeit. Mhm.
Wenn du jetzt sagst, du hast die innere Kommunikation, also von daher die Frage ist, es gibt ja viele, die halt daran zweifeln, an dem, was sie von ihrem Körper sozusagen als Feedback bekommen, oder die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das alles hinkriegen soll. Also wo dann auf einmal so viele Stimmen hinkommen, mach dies, mach jenes, mach. Also von daher, und sie dann vollkommen überfordert feststellen, nee, ist besser, ich höre da mal gar nicht so genau hin. Ja, nee, gut, dass du es nochmal ansprichst. Also ich glaube, da sollten wir nochmal was drüber sagen. Also ich unterrichte ja auch viele Menschen, ob das jetzt die sind, die zum Erdschamanismus kommen oder in anderen Bereichen. Da ist mein Motto immer, folge dem ersten Impuls deiner Wahrnehmung. Ja? Weil gehe ich da weiter rein, dann kommt der Verstand wieder dazu. Also es geht wirklich darum, diesem ersten Impuls der inneren Stimme zu folgen. Und ich sage auch dazu, oder das ist auch mein Motto, und es ist egal, was dieser erste Impuls beinhaltet, das muss nichts Intelligentes sein. Das kann, wir denken ja dann immer, da muss jetzt als Botschaft, da muss jetzt, weil unser Verstand uns das auch wieder sagt, da muss jetzt was ganz Tolles kommen. Das muss jetzt eine anständige Botschaft sein. Ja, so. Und darum geht es gar nicht. Das kann was ganz Verrücktes sein. Das kann etwas sein, wo wir im ersten Moment es gar nicht zuordnen können. Ein Wort, ein Begriff, ein Symbol, wo wir im ersten Moment gar nichts mit anfangen können. Und insofern der Verstand natürlich sagt, das ist ja nichts. Was ist das denn jetzt für eine Botschaft? Also, die Botschaft ist, auf den ersten Impuls folgen. Und der ist es. Der erste Impuls, die erste Botschaft, die kommt, das erste Signal, oder ob das auch ein Signal im Körper ist, was wir spüren dann. Das ist das, dieser inneren Stimme, dieser inneren Botschaft zu folgen. Und die haben wir alle. Also ich glaube, es geht so auch darum, dieses Vertrauen in sich selber zu haben und dann eben dieser ersten inneren Botschaft, diesem ersten Impuls, der kommt, zu folgen. Und ich glaube, wenn man das übt, insofern also öfter mal wirklich diesem ersten Impuls folgt und dann sieht, was daraus wird, wird man ganz schnell merken, ja genau, das war's. Ich habe ja damals, habe ich genau diesen Impuls bekommen und eigentlich ist das auch genau eingetreten oder ist mir ein paar Tage später begegnet. Also Vertrauen und diesem ersten Impuls folgen. Und ja, das ist bei uns allen da. Nur wir sind natürlich sehr eben durch gesellschaftliche Strukturen oder was uns auch abverlangt wird, ob Kindern oder Erwachsenen, sind wir natürlich sehr, sagen wir mal, in einen Pfad, wo es immer nur darum geht, so und so und so. Und alles, was davon abweicht, ist anders. Ja. Ja, ja, aber gerade wenn man so gesund ist, geht das recht einfach zu sagen, ja, dann machen wir mal. Man hat ja keinen Druck dahinter. Aber wenn dann halt doch schon irgendwas im Körper zu merken oder zu sehen ist, kommt da irgendwo so ein Druck hinter, der vielleicht im Außen das immer noch so machen lässt, aber im Inneren für den Weg zur Gesundheit ist häufig irgendwo verhindert, finde ich. Ja, okay, also da würde ich jetzt ganz spontan zu antworten, da hast du recht, sicherlich, das macht dann Stress oder einen Druck, weil man merkt, da ist schon was nicht mehr in Balance, nicht mehr in Harmonie. Was hatte ich denn gerade für einen Begriff, was ich sagen wollte? Das war nicht... genau. Da würde ich dann sagen, also dann ehrlich zu sich selber sein. Also dann ehrlich sein. Also insofern, wir hatten jetzt diese Grundlage Vertrauen. Aber dann, wenn ich eben merke, da kommt eine Botschaft, die zeigt eben an, da ist etwas unstimmig. Ja, da ist was insofern als krank zu bezeichnen oder da ist der Fluss nicht mehr da, dann würde ich sagen, geht es darum, dass wir dann ehrlich zu uns selber sind und dazu auch sagen, ja, okay, jetzt ist das so, dann muss ich mich da wohl mal drum kümmern. Also und sich dann ehrlich sein, sich also dieser Wahrheit dann folgen und sich auch um sich selber kümmern. Und ich meine, dann gibt es ja, denke ich, genügend Möglichkeiten, wo man sich vor allen Dingen dann Hilfe und Unterstützung holt.
Denn es geht ja nicht darum, dass man das dann alleine mit sich selber unbedingt ausbaldowert. Es ist ja genauso, wenn ich neue Winterreifen oder Sommerreifen für mein Auto brauche, gehe ich ja auch ins Autohaus oder in die Werkstatt und besorge mir die. Die mache ich mir ja nicht irgendwo selber oder die gehe ich ja nicht irgendwo selber auf dem Feld jagen, sondern ich hole mir Unterstützung. Wenn ich eine Jeans haben möchte oder Vorhänge für meine Wohnung, dann gehe ich ja auch dahin, wo ich das bekommen kann. Und so sehe ich das, jetzt kommt die Sonne hier so schön rein, so sehe ich das einfach auch mit diesen Dingen, dass wir ruhig lernen dürfen oder offen sein dürfen und in den Bereichen uns dann auch Hilfe zu holen. Nicht nur, sagen wir mal, beim Arzt, also auch bei Menschen, die mit alternativen Methoden und Hilfestellungen einem da zur Seite stehen, dass man dann anschauen könnte, was ist denn da krank oder was ist da in der Unbalance? Hast du so für dich so Wege gefunden, wie du sagst, wie kann ich meine Leber damit unterstützen bei den Transformationsarbeiten? Also du hast ja einen weiten Weg hinter dir, der wahrscheinlich auch ganz viel mit Transformation zu tun hatte. Mir wird gerade bewusst bei dem Letzten, was ich gesagt habe, dein Motto ist ja gerade besonders die eigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Das ist natürlich auch genau die Sache. Also das ist ja vielleicht auch das, wenn ich sage Ehrlichkeit oder wahrhaftig dann mit einem selber zu sein, wenn ich das bin, komme ich in so einen Bereich, wo ich auf mich selber mal schaue, ne? Und insofern vielleicht dann eben wirklich beginne, meinen Körper zu fragen oder mich selber oder meine Seele zu fragen, was brauchst du denn, was möchtest du denn? Und ich glaube, ab da beginnt dann schon Hinwendung zu einem selber. Und das hat dann auch schon mit Selbstheilung zu tun. Also sich vielleicht einfach auch in Ruhe hinsetzen. Also ich will ja nicht direkt sagen, dass unbedingt Meditation das A und O ist. Sicherlich ist das auf jeden Fall eine ganz fundierte Geschichte, die uns hilft, zu meditieren und uns dadurch durch unseren Alltag tragen zu lassen. Meditation ist ja in dem Sinne einfach in die Stille gehen und zu mir selber lauschen und Gott zu lauschen, egal in welcher Form ich den wahrnehme oder den für mich definiere. Und dann kann man ja eben zu den einzelnen Bereichen, dann kann ich ja einfach die Augen schließen, in Stille gehen und mich einfach mal mit meinem Bewusstsein wie mit einem Auto durch meinen Körper fahren und auch zu meiner Leber fahren, hingehen und sagen, was brauchst du? Was stört dich? Warum bist du nicht mehr in Harmonie? Ja? Und ich meine, das sind natürlich auch Dinge, finde ich schon, da kann man sich auch Unterstützung holen, indem man sich mal schulen lässt, ja, und dann eben mehr Werkzeuge an der Hand hat und dann in diesem Bereich, wenn wir auch bei Selbstheilung bleiben wollen, da dann sagen wir mal, was an der Hand hat und nochmal weiß, wie das funktioniert. Habe ich gerade den Faden verloren? Genau. Ich hatte ja gefragt, hast du für dich auf deinem Weg, wie hast du es geschafft, dort so direkt hinzukommen? War es für dich sehr einfach? Weil gerade für Frauen gibt es ja, da wurde ja immer ganz viel gelehrt, alle anderen sind halt wesentlicher als du, also du musst dich um alle anderen kümmern. Also typische mütterliche, sorge dich um alle anderen, aber vergess dich selbst, dass man wieder dazu kommt, dass man sich selbst in den Mittelpunkt stellt und sagt, ja, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, wenn ich nicht für mich sorge, kann ich nicht so gut für die anderen da sein. Diesen Weg wieder zu schaffen zu sich selbst ist ja für viele sehr, sehr schwierig. Hast du da so für dich irgendwie so was gefunden? Hattest du zum Glück diesen Pfad nicht? Ich muss schon sagen, das ist natürlich jetzt auch nochmal ein ganz neues Thema. Ja? Sehe zwar jetzt nicht unbedingt unmittelbar den Zusammenhang zur Leber, aber in der großen Sicht ist da ein Zusammenhang natürlich.
wie würde ich das benennen? Also ich hatte ich vorhin eingangs auch schon mal gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist vor allen Dingen erstmal, sich selber diesen Ruck zu geben und zu sagen, ja, ich möchte mich mir selber zuwenden. Ja? Diesen Ruck, der passiert, der kann einfach so passieren oder weil wir offen dafür sind. Viel passiert er auch dadurch, dass es uns eben nicht gut geht. Und wir brauchen immer diese Lernaufgaben, dass es uns eben erstmal ein bisschen mies geht oder schlecht geht oder und dann werden wir aufmerksam, ja. Das ist letztendlich aber doch auch wieder, unser Körper dient uns da auch. Also dieses ganze System ist eigentlich sehr liebevoll mit uns, kann man fast sagen. Ja, und dann einfach sich dafür einen Raum geben. Das ist natürlich schon ein Weg, will ich ja gar nicht sagen, sonst wirkt das so, oh, das ist jetzt eine Riesenwanderung, die ich da vor mir habe. Eigentlich ist das was ganz, ganz Einfaches. Also ich brauche mich eigentlich nur innerlich dazu entscheiden und sagen, das tut mir dann besser. Oder manchmal kommen wir natürlich auch aus diesen Situationen, ob die jetzt familiär, was da jetzt die Mutter, die Familie und angesprochen, Frauen, die viel tragen, die ja einfach die Mutterebene in allen Bereichen ja bedienen, dann auch noch arbeiten gehen und. Auch da kann ich nur sagen, wenn ich da selber nicht schaffe, das wirklich selber in Angriff zu nehmen, da gibt es einfach eben auch genügend Menschen, die mir zur Seite stehen und mir einfach kurz einen Fingerzeig geben können und sagen, guck mal, wenn du da hinschaust oder wenn du da vielleicht deine Struktur änderst, oder die uns dann vielleicht auch helfen, diese Struktur zu ändern und ich dann einfach leichter fließen kann und mir insofern auch mehr Raum für mich selber einbaue. Ich denke mal, dass das sich nicht unbedingt nur, natürlich ist, sind die Frauen schon da auch sehr belastet, ich sehe es aber eigentlich, das ist für Frauen und Männer, dass sie sich einfach mehr Raum einbauen. Also wir sind ja, ich sag mal, seit einigen Jahren so von unserer gesellschaftlichen Entwicklung eigentlich da, dass es um beide geht, dass auch die Männer einfach ja, bei sich ankommen brauchen. Und genauso, also beide Seiten, finde ich, geht es darum, dass man sich Raum einbaut, dass man wahrnimmt, dass man einfach sich nicht so mitreißen lässt von, ich nenne das jetzt vielleicht mal Leistungsgesellschaft. Ja, manchmal nennt man sowas auch Back to the Roots. Ja, aber du wolltest vielleicht auch Techniken hören. Also zum Beispiel eben sich in Stille hinsetzen, meditieren, Naturerfahrungen, in die Natur gehen, sich mal an einen Baum setzen, sich an einen See setzen, am Meer sitzen. Aber dann so unter diesem Motto, ja, jetzt falle ich mal in mich hinein. Ja, oder spüre wirklich einfach mal die Luft durch meinen Atem. Ich spüre, wie die Sonne auf meine Haut strahlt. Ich spüre, wie das kühle Wetter oder der Sturm mir um den... Also sich einfach aufmachen, öffnen nochmal für die Elemente zum Beispiel auch. Hm. Ja. Da gibt es ganz viele Dinge, die man tun kann. Ich denke, auch da geht es dann immer mal wieder darum, was passt so zu dem Einzelnen? Entweder findet man das selber, ne? Oder man findet das eben auch durch jemand, der mich begleitet, der mir da wieder die Tür öffnet, auch zu mir selber. Auch zu meiner eigenen Selbstheilung. Das ist so ein schöner Punkt, finde ich, so, wo man sagt, ja. Der Punkt zur eigenen Selbstheilung, finde ich, glaube, der geht ganz viel durch die Leber. Dadurch, dass ich die Leber unterstütze, in Frieden zu kommen. Für mich ist ja der Friedensaspekt bei der Leber ganz stark. Hm. Das in den eigenen Frieden kommen. Ja, das annehmen, was ist. Das annehmen, was ich bisher gelebt habe. Das annehmen, wo ich im Moment stehe. Und offen sein für das Neue. Ja. Hm.
Also es gibt natürlich viele wunderbare, da will ich gar nicht jetzt irgendwas Einzelnes nennen, auch Kuren, die man praktisch zur Leberreinigung machen kann. Aber zum Beispiel kann man auch durch das innere Sprechen sagen, ja, Leber, ich gebe dir jetzt jeden Tag den Raum, dass du das ausleiten kannst, was dich da belastet, was einfach nicht mehr zu mir gehört, und kann das zum Beispiel begleiten durch viel Trinken. Aber ja, sehe das jetzt gar nicht so, dass wir oder ich jetzt unbedingt so speziell sagen müssen, so oder so oder so kannst du das machen. Ich denke, dass einfach generell durch dieses Gespräch oder was wir bis jetzt gesprochen haben, einfach so eine Anregung gekommen ist, eben zur eigenen inneren Wahrnehmung, diesen Impulsen folgen, diese innere Stimme, diesen eigenen inneren Raum praktisch wieder wahrnehmen oder sagen, ja, das ist es. Also ich denke auch viele von uns, wenn man einfach nochmal zurückschaut oder sich zurückbesinnt, als Kinder waren wir da immer ja sehr einfach mit verbunden. Kinder haben das ja einfach noch. Da sind wir einfach mit allem verbunden. Wir haben diese innere Kommunikation und auch, ja, wir sind einfach da im Fluss und verlieren das halt dann eben über die Zeit und müssen das praktisch nachher wieder, ja, dazulernen. Ja, da kann man sich auch einfach mal hinsetzen und sich besinnen, nochmal zurückdenken. Wie war ich denn als Kind? Was habe ich da erlebt? Wie war ich in der Natur oder war ich nicht in der Natur? Oder wie habe ich kommuniziert? Wie habe ich mich in meinen Körper, wie habe ich andere Menschen wahrgenommen? Ja, man kann auch, ich meine, gut, jetzt fange ich doch an, letztendlich Ideen zu machen. Man kann ja auch ein Bild malen. Mhm. Man kann ja seine Organe auch malen und. Also da gibt es viele schöne Anregungen, die man sich selber auch praktisch sagen lassen kann oder die man bekommen kann. Vielleicht ist ja das genau der Punkt, Dara, den du dann zum Abschluss einer solchen Reihe machst, dass du sowas zusammenfasst oder solche Anregungen einfach in einem Abschlussvideo oder auch schon mal zwischendurch vielleicht zusammenfasst. Ich denke, du hast ja da auch gerade Methoden, Techniken, Ideen, die du gerne den Menschen an die Hand geben möchtest. Muss ich mal gucken. Also ich habe ja die Wonne macht jetzt hier, guck mal, wollt ihr mich so sehen? Wow. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen weiter rumdrehen. Ja. Ich habe ja am 7. März so das Abschluss für die Leber. Da geht es ja um unterhaltsame Geschichten über die Leber. Mal gucken, was ich dort als Quintessenz herausnehme. Das hat man dann direkt nachher in Hamburg. Wieder im chemischen Verein, aber mal gucken, was es wird. Von daher ist von deiner Seite jetzt noch, wo du sagst, das möchte ich noch sagen, das wäre noch wichtig, das möchte ich noch mitteilen. Einfach als Zusammenfassung, vertraue in dich selber. Vertraue in dich selber und sei wahrhaftig mit dir. Sei ehrlich mit dir, auch wenn es vielleicht dann ein paar Punkte gäbe, wenn man ehrlich mit sich ist, wo man merkt, oh, es tut aber ganz schön weh. Aber nur indem man das einen kleinen Moment zulässt, kann man dann auch da wieder rausspringen. Und und dann geht es einfach in Richtung von Leichtigkeit, glücklich sein und Vertrauen und ehrlich sein. Und sich dann einfach einen Ruck geben, wenn man spürt, da möchten ein paar Dinge anders sein. Beziehungsweise man selber oder ich selber möchte einfach ein paar Dinge eigentlich ja ganz anders machen, dann sollte man beginnen, das auch wirklich zu tun. Das Tun ist ja immer das, was man einen Schritt mehr braucht. Ja. Ja. Wollen sind wir, glaube ich, immer ganz schnell. Ja, und nicht warten, bis es weh tut, ne? Also eigentlich ist ja auch, jetzt können wir das auch nochmal wieder so sagen, eigentlich ist es schon so, dass jeder diese kleinen Warnzeichen, die bekommen wir alle mit, nur wir hören nicht drauf. Das kann man auch nochmal mit auf den Weg geben. Einfach auf diese kleinen,
kleinen Signale des Körpers oder unserer Seele, wo wir merken, oh, hier ist eine Phase, die ist sehr stressig oder hier sind einfach Situationen, in die ich immer wieder mich reinbewege, die mir eigentlich gar nicht gut tun. Ja, ehrlich zu sich sein und das dann auch nicht machen und es verändern und Nein sagen, Grenzen setzen. Ja. In der Theorie ist das meist immer sehr einfach. In der Praxis, wenn dann halt zum Beispiel die Mutter halt nicht mehr so kann, dann gezwungen ist, dann doch immer wieder Dinge zu tun, die man nicht möchte. Das ist dann gut, so eine Realität, wo man dann gucken muss, wie finde ich andere Wege. Ja. Ich meine, dann möchte ich doch schon das einfach nochmal dazufügen, weil ich meine, ich bin einfach nur mal Coach und Lebensberaterin. Ich begleite Menschen einfach seit gut 20 Jahren. Also dann kann ich einfach nur sagen, ja, dann ruhig mal zu so jemandem hingehen, ja, und einfach in eine Beratung gehen, einfach in eine Session gehen und sich diese Punkte angucken und das praktisch, weil danach entsteht einfach Leichtigkeit. Man bekommt für sich selber einen ganz neuen Sicht auf die Dinge, auf den eigenen Standpunkt. Also insofern, da geht es wirklich darum, sich dann Unterstützung zu holen bei jemandem, der einen coacht, ist auch jetzt ein großer Begriff einfach, der mit einem eine Aufstellung dazu macht, zur Familie, zu meinen eigenen inneren und äußeren Aspekten. Also einfach da sich wirklich unterstützen lassen. Und dann kann sich dadurch ja was verändern. Und dann kann ich das leichter tun. Dann kann ich leichter in die Umsetzung gehen. Ja? Spannend ist wahrscheinlich auch die winzigen Änderungen dann erstmal überhaupt wahrzunehmen. Ja, genau. Ja, ja. Sie wahrzunehmen und dann auch für echt zu halten und nicht zu denken, ach, das geht ja sowieso nicht, weil das ist ja der andere, das lässt sich ja sowieso nicht ändern. Genau, genau. Und ich meine, das ist ja auch der Punkt, dass eben, wenn ich mich insofern in die Hände von jemandem gebe und da begleiten lasse, der guckt das ja von außen. Insofern, ich selber sitze einfach die ganze Zeit ja in meinen Emotionen und in meiner Situation drin. Manchmal können wir ja gar nicht mehr über diesen Tellerrand hinausschauen. Und dann kann uns jemand an die Hand nehmen und nimmt uns an den eigenen Tellerrand und dann kann man da drauf gucken und sieht, ah, dann ist eigentlich die Erkenntnis mitunter schon ganz schnell da. Ja, wenn ich mir das so mal anschaue, dann kann sogar selbst ich sagen, weil so kann er aber nicht gehen. Ja, und dann kann man gucken, welche Schritte, wo verändert man? Welche Schritte liegen an? Ja. Ja. Und dann hast du noch eine letzte abschließende Frage. Ja, also für mich fühlt es sich gerade rund an. Wie sieht es bei dir aus? Ist gerne. Ja. Okay, dann hat es mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern eine Runde. Schätze. Ja, war schön, habe ich gerne gemacht. Wir sehen uns demnächst bei irgendeiner der Meditationen mal wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind ja in verschiedenen Seiten Hamburgs untergebracht und haben so mal die Grüße im Netzwerk rübergeworfen. Ja. Okay. Dann? Liebe Grüße in diesen schönen sonnigen Tag. An dich und an alle, die später mal zuhören werden. Ja. Okay. Gut. Ja. Tschüss.